herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Der AfD-Politiker Alexander Gauland hat die Woche für reichlich Aufregung gesorgt. Zunächst, als er in der FAS damit zitiert wurde, die Leute, so sagt er, wollten einen Boateng nicht in ihrer Nachbarschaft haben. Im Neuen Spiegel hat er nun eine deutsche oder eine englische Fußballnationalmannschaft, so sagt er, sind eben schon lange nicht mehr deutsch oder englisch im klassischen Sinne. Wie rassistisch ist Deutschland, fragen wir. Und dazu sind bei uns eben Alexander Gauland, der Landesvorsitzende der AfD in Brandenburg, und Eckhard Lohse, der Kollege der FAS, der mit Alexander Gauland über Jerome Boateng und dessen Nachbarschaft gesprochen hat. Außerdem ist da Bundesjustizminister Heiko Maas, die Migrationsforscherin Bilgin Ayata und der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Lohse, Freitagabend kam vorab das Spiegelgespräch mit Alexander Gauland raus. Haben Sie sich eigentlich gewundert, dass Alexander Gauland sich schon wieder hinreißen lässt, über die deutsche Fußballnationalmannschaft nachzudenken? Diesmal mit dem Bezug dazu, was wirklich deutsch ist? Ja, ich habe mich natürlich gewundert oder sogar gestaunt, nachdem er die ganze Woche ja gesagt hat, Fußball interessiere ihn nicht. Und ich als jemand, der sich für Fußball ein bisschen interessiert, hab mir gedacht, du könntest niemals den gesamten Kader der Nationalmannschaft bewerten. Und Herr Gauland scheint das zu können und gleich zu sagen, dass sie im klassischen Sinne nicht deutsch sind. Aber es hat mich natürlich bestätigt darin, dass die Aussage, die in unserem Gespräch gefallen ist, kein Zufall, nicht unbeabsichtigt war, sondern dass das schon gezielt auch auf einen Fußballer ging. Denn sonst hätte man ja die Woche über nicht weiter über Fußballer reden müssen, schon gar nicht über die ganze Mannschaft. Dazu haben Sie gesagt, Herr Gauland, die deutsche Nationalmannschaft sei schon lange nicht mehr deutsch im klassischen Sinne, was immer das heißen mag. Liegt das daran, dass Jerome Boateng und andere mitspielen, die einen Migrationshintergrund haben? Das hat damit auch zu tun, das ist völlig klar. Aber ich muss mir ja nur mal die Fußballmannschaft von 1954 angucken oder selbst die noch von 1972. Dann sind da ganz andere Namen. Das hat sich geändert. Das habe ich nur ausgedrückt. Im Übrigen darf ich fragen, was deutsch im klassischen Sinne ist? Denn Sie wissen genau, niemand kann in der Nationalmannschaft spielen, der nicht deutscher Staatsbürger ist. Das ist völlig richtig. Da haben Sie völlig recht. Aber noch mal, wenn Sie die Namen von 54 sehen, merken Sie, dass sich Deutschland sehr verändert hat. Könnte sein, dass Sie keine Mannschaft mehr zusammenkriegen mit denen von 54. Nein, ich glaube, Deutschland hat sich verändert, die Nationalmannschaft bildet das ab. Sie sagen, das sei keine Mannschaft mehr, die deutsch im klassischen Sinne sind. Haben Sie möglicherweise wieder das falsche Beispiel gewählt? Moment, Boateng war ein falsches Beispiel, aber dieses Beispiel hat auch Herr Lohse aufgebracht. Ich kannte den Fußballer gar nicht weiter, ich wusste auch gar nicht. Zwei Beispiele. Ich wusste auch gar nicht, dass er farbig ist. Es ist mir danach, als das gedruckt war und eine Riesenüberschrift in der Sonntagszeitung kam, rief mich meine Kollegin von Storch an und sagte, wissen Sie eigentlich, dass Boateng farbiger ist? Das hatte ich zum ersten Mal gehört und ich wusste es nicht. Und ich gebe ganz offen zu, Herr Lohse hat mich reingelegt. Das würde ich so sehen. Andere Beispiel, Herr Lohse? Das war Cem Özdemir. Wir haben gesagt, wie verhält es sich denn mit Integrationsmöglichkeiten von Menschen, die hier leben, aber ausländische Wurzeln haben? Da fehlen die beiden Beispiele. Cem Özdemir und Boateng. Und die Antwort kam spontan. Es kam keine Antwort zu Özdemir, sondern es kam eine Antwort zu Boateng. Und daraus schlossen wir auch, dass ihm zumindest im Groben bekannt ist, wer das ist. Denn sonst hätten Sie ja sagen können, meine Herren, ich kenne den Namen nicht, mit was konfrontieren Sie mich hier eigentlich? Warum haben Sie das nicht gemacht, Herr Gauland? Umgedreht muss man die Frage stellen. Herr Lohse sagt jetzt, er hat daraus geschlossen, dass ich wüsste, wer das ist. Er hätte ja fragen können. Ich erwarte von einem Journalisten, dass er nachfragt. Und das hat er nicht getan. Und dann kommt dazu, dass ich Herrn Boateng überhaupt nicht beleidigt habe. Ich habe den Namen ja nicht in den Mund genommen, sondern er hat ihn in den Mund genommen, mir in den Mund gelegt. Ja, und darüber bin ich gestolpert. Das ist ein Fehler. Aber es ist völlig unsinnig zu behaupten, dass das irgendwie was mit Rassismus zu tun hat. Aber die beiden Namen, das bestätigen Sie schon, Herr Gauland, die sind aufgetaucht. Boateng, Jerome Boateng. Von ihm. Und Cem Özdemir. Wir haben Sie als Frage formuliert. Sie waren ja lange Journalist. Sie wissen doch, Journalisten fragen und hoffen, dass Politiker antworten. Langsam, Herr Lohse, ganz langsam.
Wir hatten ein Hintergrundgespräch. Nein. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das irgendwie veröffentlicht wird. Sie haben noch bei Einleitung des Gesprächs so schön gesagt, naja, das ist jetzt mal ein Gespräch, und das ist das Entscheidende, über das Parteiprogramm der AfD, in dem drin steht, und das, dazu stehe ich und da stehen wir alle, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und zu diesem Parteiprogramm wollten Sie mich fragen und haben Sie mich auch gefragt, warum halten Sie mir einen Nicht-Muslim, einen Deutschen und einen Farbigen vor und lassen mich darüber fallen, obwohl es bei uns nur um den Islam und seine Zugehörigkeit zu Deutschland ging. Sie hätten mir doch einen ganz anderen Namen nennen können. Aber Cem Özdemir ist doch Muslim. Man muss doch mal die Frage stellen, ist das nicht selber Rassismus, was Sie da versucht haben? Ja, ich weiß, das versucht ja die AfD jetzt so zu drehen. Aber zwei Namen, die wir als Frage stellen, davon einer natürlich ein Muslim, ein Parteipolitiker, von dem Sie mir nicht erzählen können, dass Sie ihn nicht kennen. Sie hatten ja alle Möglichkeiten, Sie sind ein sehr erfahrener Interviewgeber. Sie haben als Journalist, das nehme ich jedenfalls an, auch selber viele Interviews geführt. Sie kennen das Geschäft sehr, sehr gut. Sie haben mit uns natürlich, Sie kennen uns eine ganze Weile. Sie haben ja auch 6 Wochen vorher mit meinem Kollegen Wehner eine große Geschichte genauso in exakt diesen Abläufen gemacht, auch handwerklich den Abläufen. Da ging es um den Front National und die Zusammenarbeit. Da gab es keine Beschwerde, da gab es keinen Tadel. Und das handwerkliche Vorgehen war identisch. Ja, aber und, warum sind Sie immer nicht hingegangen, Herr Lohse, wenn Sie wussten, Sie machen diese große Geschichte? Sie haben sie auf die erste Seite gesetzt, Sie haben sie überschrieben, und das scheint nicht ganz zutreffend zu sein. Gauland beleidigt Boateng. Naja, also das Wort Beleidigung, da haben wir uns ja auch schon drüber, oder da gab es ja auch schon Auseinandersetzungen. Das ist natürlich unsere Wahrnehmung dieses Zitats. Also da kann man anderer Meinung sein, aber das fällt in den Rahmen der Meinungsfreiheit, und wir haben es eben so gewählt. Und dann sind Sie hingegangen, haben eine große Geschichte vorbereitet, waren in der wahren Nachbarschaft von Jerome Boateng, da fließen ja auch so Reportageelemente ein in diese Geschichte. Sind Sie nicht auf den Gedanken gekommen, noch mal hinzugehen, zu sagen, komm, lass uns das Zitat mit Herrn Gauland noch mal abklären und es autorisieren lassen, wie wir sagen, es freigeben lassen? Das hätten wir gemacht, wenn Herr Gauland darum gebeten hätte. Also wir haben ja gar nicht lange vorher, ja, Herr Gauland, das übliche Verfahren, nein, wenn Sie darum bitten. Wenn es ein Hintergrundgespräch ist, wieso sollte ich um etwas bitten, von dem ich gar nicht wusste, dass es in der Zeitung erscheinen soll? Sie haben noch das ganze Gespräch eingeleitet. Also Herr Gauland, wir wollen uns jetzt mal unterhalten mit Ihnen über Ihre Islamfeindlichkeit, also die Islamfeindlichkeit der Partei. Und wir wollen jetzt gar nichts drucken in nächster Zeit. Das haben wir nicht gesagt. Doch, natürlich haben Sie das gesagt. Ich bin doch nicht auf die Idee gekommen, warum soll ich Zitate abstimmen lassen von einem Text, von dem ich weiß, mir gesagt wird von Ihnen, und das halte ich für unfair, zutiefst unfair, dass er gar nicht gedruckt werden soll. Ich halte es für unfair, dass Sie das jetzt behaupten, denn warum sagen Sie dann, nachdem das Gespräch etwa, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber zu 2/3 vorbei war von den 1,5 Stunden. So, ab jetzt ist das nicht mehr zum Schreiben, und ab jetzt nicht. Ist das vertraulich. Wir haben 2 Themen gehabt, das ist völlig klar. Das sind Probleme im Bundesvorstand und das ist der Islam. Es war beides vertraulich, und das wissen Sie auch. Und Sie hätten mir natürlich sagen können, also wir haben jetzt eine Geschichte und wir wollen diese Zitate haben. Bestätigen Sie die. Das haben Sie nicht gemacht, das haben Sie bewusst nicht gemacht. Und Entschuldigung, Herr Lohse, Sie haben mich reingelegt. Bis zum Schluss können wir es jetzt nicht klären, weil wir nicht dabei waren. Anders als Sie beide haben wir gehört, da steht an manchen Stellen dann doch Aussage gegen Aussage. Sie, Herr Maas, waren schnell entschieden. Sie haben sehr früh dann schon diese Sätze bei Facebook gepostet und damit gesagt, wie Sie den Gaulandschen Satz einordnen. Die Beleidigung von Jerome Boateng durch die AfD ist niveaulos und inakzeptabel. Wer so redet wie Gauland, entlarvt sich selbst, und zwar nicht nur als schlechter Nachbar. Die Aussagen sind schlicht rassistisch und menschenverachtend. Was an den Aussagen ist rassistisch? Ganz einfach, weil Jerome Boateng, der einen deutschen Pass hat, ansonsten wäre es auch schwer, in der Nationalmannschaft zu spielen, seine Eigenschaft als guter Nachbar in Frage gestellt wird. Und der einzige Grund, der dahinter stehen kann, ist, dass er eine andere Hautfarbe hat. Und wenn jemand wegen seiner Herkunft, seiner Hautfarbe oder auch seiner Religion sozusagen als Mitmensch in Frage gestellt wird, dann ist das nichts anderes als rassistisch. Und ehrlich gesagt, die Beweisaufnahme, die hier gerade stattgefunden hat, sozusagen ergebnislos, es wird ja so getan, als wenn Herr Gauland einmal, das erste Mal überhaupt, irgendeine Äußerung getätigt hätte,
bei der man darüber reden muss, ob sie mindestens fremdenfeindlich ist. Die ganze Diskussion, die deutsche Fußballnationalmannschaft ist nicht mehr deutsch genug. Es wird diejenigen, die die Nationalhymne nicht singen bei der Fußballnationalmannschaft, haben anscheinend nicht verstanden, um was es geht. Nur mal zur Erinnerung, die Fußballnationalmannschaft von 1974, die wurden auch Fußballweltmeister. Da waren jetzt so klassische Namen wie Gerd Müller, Geo Schwarzenbeck, Sepp Maier, die standen da alle und von denen hat keiner die Nationalhymne gesungen. Das ist nie in Frage gestellt worden. Und deshalb finde ich, dass jetzt, was jetzt hier gerade stattgefunden hat, hilft auch nicht weiter. Es geht ja nicht darum, dass einmal eine Aussage getätigt wurde, die fremdenfeindlich oder rassistisch ist, weil sie sich nur auf die Hautfarbe eines Fußballspielers beziehen die konnte. Die ich nicht kannte. Sondern, dass das Aussagen sind, die in einem Kontext stehen, in einem Kontext der AfD, die ganz eindeutig fremdenfeindliche Ressentiments schürt. Und dies zu parteipolitischen Zwecken und das ist unverantwortlich. Was haben Sie denn gedacht eigentlich, wer Jerome Boateng ist, Herr Gauland? Und wie der aussieht und was mit ihm ist? Das wusste ich überhaupt nicht. Dass es irgendwas mit Fußball zu tun hat, war klar. Das stimmt. Ich wusste nicht, dass er dunkelhäutig ist. Ich wusste nicht, dass er Christ ist, dass er Deutscher ist. All das wusste ich nicht. Bei Cem Özdemir wussten Sie es. Liebe Frau Will, wenn wir über... Na klar weiß ich, wer Cem Özdemir ist. Das ist ja auch prompt nicht gebracht worden. Wenn ich über Islam in Deutschland rede und es hält mir der Journalist einen Christen und Deutschen vor, und dann kann Muslim. Doch irgendwas nicht stimmen. Es ist doch der Versuch geradezu gewesen, mich reinzulegen. Also haben Sie gedacht, Jerome Boateng sei ein Muslim und dann wäre es korrekt gewesen, was Sie gesagt haben? Das ist ein Fremder bei uns. Fremder in der Nationalmannschaft. Ja, das ist, kann ja sein, Herr Maas. Er ist Deutscher. Ich habe mich nicht mit dem Fußball beschäftigt. Und ich hätte erwartet, dass ein seriöser Journalist noch wenigstens einmal nachfragt und sagt, Herr Gauland, wissen Sie, was Sie hier gesagt haben? Aber das hat er natürlich nicht gemacht. Das ist doch die Masche der AfD. Doch, ne. Das ist die Masche der AfD. Man posaunt mal etwas raus, von auf Flüchtlinge schießen, bis auf Dunkelhäutige sind keine guten Nachbarn. Und danach wird es sofort irgendwie wieder versucht zu relativieren. Es war nicht so gemeint oder der Kollege von der Presse hat es falsch verstanden. Das ist die Art und Weise, wie die AfD Politik macht. Erst einmal Ressentiments zu bedienen, der Effekt tritt ein, Leute werden aufgehetzt. Und dann anschließend sich hinzustellen und sagen, es war doch nicht so gemeint. Das ist doch so durchschaubar und es ist nahezu peinlich, dass Sie glauben, dass das niemand erkennt in diesem Land. Und deshalb ist das auch, was Sie jetzt hier vortragen, Sie haben ihn nicht gekannt, du wussten nicht, wie er aussah. Es ist einfach nicht glaubwürdig, das ist das Prinzip der AfD, wie sie Politik machen, wie sie Ressentiments schüren. Und deshalb nehme ich Ihnen das nicht ab. Herr Lose, Sie können... Warum... Um 10.56 Uhr am Sonntag, nachdem unser Artikel erschienen ist, hat mir Ihr Pressesprecher, Herr Gauland, eine Pressemitteilung zugeschickt. Gauland, ich habe Boateng nicht beleidigt. Darin steht, dass Sie ihn sowohl seine gute Integrationsleistung als auch sein christliches Glaubensbekenntnis aus Berichten kennen. Warum verschicken Sie das wenige Stunden, nachdem der Artikel... Das will ich Ihnen gern sagen, Herr Ellos. Es ist ganz einfach. Nachdem Sie diese Überschrift gewählt hatten, rief mich meine Kollegin von Storch an und sagt, Herr Gauland, wissen Sie eigentlich, was Sie da gesagt haben? Wo habe ich gesagt, nein, weiß ich nicht. Wo ist denn die Sonntagszeitung? Und da sagte sie mir, dass Herr Boateng integriert ist, dass er Christ ist, dass er Deutscher ist. Danach haben wir diese Pressemitteilung verschickt. Das ist nun mal so gewesen. Das heißt, Sie antworten auf Fragen, wo Sie den Namen nicht mal kennen, und sagen aber dann wusste ich ihn durch meine Kollegin. Natürlich haben Sie mich reingelegt. Dann antworten Sie doch gar nicht. Wieso antworten Sie denn? Entschuldigung, also, dass Sie mich reingelegt haben, ist doch völlig klar. Darf ich mal die Frage stellen, warum Sie bei einer allgemeinen Diskussion über den Islam mir einen farbigen deutschen Christen vorhalten? Ja, das kann ich Ihnen ganz einfach sagen, weil Sie irgendwann gesagt haben, es geht ja nicht in erster Linie um das Religiöse, sondern um das kulturell Fremde. Ja. Sie haben über Deutsch-Türken in der AfD gesprochen, die sich, obwohl sie sich wohlfühlten, immer noch fremd seien, national und kulturell. Ja, und dann kam von unserer Seite die Frage, Boateng. Dann kam die Frage, ja, kann das denn überhaupt gelingen? Was ist denn mit Beispielen wie Boateng und Özdemir? Und der Boateng passt überhaupt nicht. Nehmen wir uns ihn noch mal vor. Er heißt also so, wie er abgedruckt wurde, die Leute finden einen Boateng gut, sie wollen ihn nur nicht als Nachbar, Frau Ayata, wenn wir es ernst nehmen. Wenn Menschen nicht in der Nähe von einem Boateng, also da steht
wie eine Art Metapher für irgendetwas Fremdes. Ist das dann schon ja rassistisch, wenn man so etwas sagt? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir, was Sie jetzt gesehen haben, spiegelt eine sehr verkürzte Vorstellung von Rassismus, die wir leider in Deutschland in der Öffentlichkeit haben. Rassismus ist eben nicht nur, wenn man gegen Menschen mit einer anderen Hautfarbe Abwertungen vornimmt, sondern allein zu sehen, da ist ein Name, der klingt irgendwie anders und daraus kann ich schon ein Urteil fällen, dass man ihn oder sie nicht als Nachbar haben möchte. Rassistische Denkmuster und Verhaltensweisen haben zu ihrer Grundlage die Menschen ungleichwertig zu sehen. Das kann die Hautfarbe sein, das kann die Religion sein. Die UN-Antirassismus-Konvention, die Deutschland 1969 auch unterzeichnet hat, besagt, dass eben rassistische Diskriminierung nicht nur dann vorliegt, wenn sie absichtsvoll und ein Ziel hat, sondern auch eine Folge sein kann. Ja? Und da sehen wir ja schon jetzt in der Diskussion, in dieser Aufweitung des Raumes zu sagen, ja, Boateng, er ist jetzt, ich habe ihn missverstanden, er ist gar nicht die Person, die wir denken. Aha, was heißt das dann? Ist es dann also legitim, Menschen, die Boateng heißen und nur aufgrund ihres Namens dann zu entscheiden, ob man sie als Nachbarn haben möchte oder nicht? Das bestätigt natürlich viele Studien, die zeigen, dass Menschen, die einen anderen nicht sehr deutsch klingenden Nachnamen haben oder anders aussehen, was nicht in ein rassistisches Konzept von Deutsch passt, Schwierigkeiten haben auf dem Wohnungsmarkt. Da haben wir ein wunderbares Beispiel, warum das so ist. Warum ist es denn so, dass eben dann Menschen auf dem Arbeitsmarkt oder auf dem Wohnungsmarkt anders behandelt werden? Hier haben wir ein ganz gutes Beispiel dafür. Herr Patzelt, ist das auch Ihr Eindruck oder Ihre Bewertung, dass Sie sagen, wenn jemand sagt, er möchte nicht in der Nähe von Menschen wie einem Boateng leben, dass der sich dann rassistisch einlässt? Schauen Sie, Rassismus beginnt damit, dass man jemanden nicht als Individuum zur Kenntnis oder ernst nimmt, sondern ihn als Exemplar eines Typs wahrnimmt. Den Typ erkennt man am Namen, am Aussehen, an sonstigen Informationen. Einerseits kann man im Alltag gar nicht anders umgehen mit anderen, als dass man versucht herauszufinden, zu welcher Sorte von Menschen gehört der. Aber der richtige Umgang besteht dann darin, dem anderen eine Chance zu geben, sich als der oder die zu erweisen, der oder die er ist. Aber die Vorordnung des Typischen vor dem Individuellen, das ist rassistisch. Und wenn man einfach sagt, wie der aussieht, taugt er nicht als mein Nachbar, dann ist das natürlich eine rassistische Aussage. Und wer ist nun rassistisch in dem angesprochenen Zitat, was wir hier vorliegen haben, was ja die Diskussion auslöste, was in der FAS erschienen war? Wer ist dann rassistisch? Ist es Alexander Gauland, der nicht zum ersten Mal so etwas sagt? Oder sind es die Leute, die er meint, die Menschen wie Boateng nicht in ihrer Nachbarschaft haben wollen? Rassistisch sind Menschen, die einen, der anders aussieht als sie, nicht in ihrer Nachbarschaft haben wollen. Nicht Rassist ist, wer sagt, in Deutschland gibt es leider Gottes Menschen, die andere, die anders aussehen, nicht in ihrer Nachbarschaft haben wollen. Das ist eigentlich eine sehr einfache Sache. Also ist Herr Gauland in Ihren Augen nicht rassistisch? Diese Aussage ist keinesfalls eine rassistische Aussage. Sehen Sie es genauso? Nein, auf keinen Fall. Denn natürlich entsteht dieser Satz nicht aus einem freien Kontext heraus. Das war die Antwort auf die Frage zu Islam. Also alles, was Sie gerade gesagt haben, bestätigt ja selbst, dass Sie es als legitim und nicht rassistisch sehen, den Islam oder Muslime eben als Teil, ein gleichwertiger Teil dieser Gesellschaft anzusehen. Das ist rassistisch. Wir haben in Deutschland eine sehr, sehr enge Auffassung, die nicht dem internationalen Standard auch entspricht. Diese, insbesondere in den letzten Jahren ist es sehr salonfähig geworden, zu denken und zu zeigen, dass man über Islamkritik sprechen darf, was eigentlich immer eine Verschleierung von rassistischen Denkmustern ist, indem man diese Abgrenzung vornimmt, indem man sagt, Deutschland ist das, Deutsch ist der oder die. Ja, in einem sehr, sehr eng gefassten Bild. Insofern ist das eigentlich ein Beispiel für ein nicht mehr klassisches Rassismusverständnis, das sich auf rein biologische Merkmale sich bezogen hat, wie das im 20. Jahrhundert war, sondern im 21. Jahrhundert sind es kulturelle Merkmale oder religiöse Zuschreibungen, die das Fremde und das Eigene trennen und hierarchisieren. Wie rassistisch ist Deutschland, haben wir unsere Sendung überschrieben und haben versucht herauszufinden, gibt es dazu eigentlich Studien, gibt es wirkliche Erkenntnisse? Eine haben wir gefunden, ist leider aber schon einen Ticken älter, aus dem Jahr 2014 von der Uni Leipzig.
Wenn 36,6% der befragten Deutschen sagen, Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden, sind das dann Ihrer Meinung nach Rassisten oder sind das Menschen mit Angst vor Überfremdung, deren Ängste man ernst nehmen müsste? Grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass es keine Rassisten sind, sondern Menschen, die Ängste haben, die Fragen haben und die ihnen anscheinend niemand beantwortet hat. Ich glaube auch nicht, dass alle Menschen, die auf diese Frage so geantwortet haben, nicht zu überzeugen sind, dass wir in diesem Land Zuwanderung brauchen. Wir werden von 2025 bis 2035 13 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlieren. Es werden in der Zeit nur 7 Millionen junge Leute auf den Arbeitsmarkt nachkommen. Die Lücke müssen wir schließen durch Zuwanderung. Und das müssen wir in unserer Gesellschaft auch offen diskutieren, die Notwendigkeiten, die es gibt. Wir müssen über Fakten reden und wir müssen versuchen, bei denjenigen, die tatsächlich an einem Dialog interessiert sind, die auch noch bereit sind zuzuhören, sie davon zu überzeugen, dass diese Ängste unberechtigt sind. Und da sind aber auch mit Sicherheit sind welche dabei, die nicht mehr diskutieren wollen. Und das können auch Rassisten sein. Aber nicht jeder, der diese Frage so beantwortet, ist automatisch ein Rassist. Und lassen Sie sich an, das nicht klar genug gesagt zu haben, vielleicht nicht deutlich genug vermittelt zu haben, welche Chance in der Zuwanderung liegt? Zwangsläufig muss das so sein, sonst würden solche Fragen nicht so beantwortet werden. Das kann aber nicht dazu führen, dass man die politische Konsequenz daraus zieht, wir müssen denjenigen, die das so geantwortet haben, jetzt alle nach dem Mund reden oder wir müssen mit Ressentiments sie versuchen, parteipolitisch für uns zu gewinnen. Wenn wir Zuwanderung brauchen, dann müssen wir Menschen davon überzeugen, dass das auch in ihrem Interesse ist. Wir können in einer globalisierten Welt, in der nicht nur die Wirtschaft globalisiert ist, in einem Land, das 2/3 seiner Wirtschaft über den Export organisiert, den Leuten nicht weismachen, wir schließen die Grenzen, wir machen die Schotten dicht. Und das wird in irgendeiner Weise dazu führen, dass es irgendjemandem hier besser gehen wird. Rassismus bedroht auch Arbeitsplätze. Rassismus ist menschenverachtend, aber Rassismus ist auch keine Strategie, um Menschen, die Ängste und Sorgen haben, diese Sorgen und Ängste zu nehmen. Und dafür muss man mit ihnen reden. Herr Patzelt, das sind Zahlen von 2014. Ich weiß nicht, ob Sie neuere Zahlen haben. Wir haben übrigens versucht, die Uni Leipzig dazu zu bringen, uns die neueren schon zu geben. Die kommen nämlich bald, aber die wollten die nicht rausrücken. Warum auch nicht? Auch immer nicht. Fanden wir eigentlich schade, aber ist dann so. Haben Sie Erkenntnisse? Ist Deutschland seit 2014 unter dem Eindruck dessen, dass sehr viel mehr Menschen zu uns gekommen sind, rassistischer geworden? Also neuere Zahlen habe ich auch nicht. Aber wenn man die Leipziger Mittenstudien in Verbindung bringt mit den Studien, die etwa in Bielefeld der Kollege Heidmeier gemacht hat, da sieht man in der langfristigen Entwicklung eben keine Zunahme von Rassismus, sondern eher eine Abnahme. Ach. Das Ganze war freilich vor der großen Einwanderungswelle des Jahres 2015, sodass wir immer zwei Effekte voneinander unterscheiden müssen. Das eine ist grundständiger Rassismus, den es in Deutschland so gibt wie in anderen Ländern auch. Der liegt bei etwa 20% oder was, denken Sie? Die Leipziger kommen zum Ergebnis, dass er ungefähr bei so 20% liegen könnte. Das hängt aber freilich auch davon ab, wie scharf man den Begriff des Rassismus stellt. Die Leipziger kommen auch zum Ergebnis, dass 25% derer, die ein geschlossen rechtsradikales Weltbild haben, SPD-Wählern, was auch nicht ganz einleuchten will, sodass man dann so manche Messinstrumente auch hinterfragen muss. Der Punkt ist der, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist eben dieser grundständige Rassismus und das andere sind eben die Begleitschwierigkeiten des Wandels eines Landes zu einer Einwanderung. Wo viele ins Land kommen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, die auch etwas anders aussehen. Und das muss eine Bevölkerung auch erst einmal verdauen. Und dann muss man eben mit den Menschen reden. Man muss sagen, dass es Vorteile hat, dass der Staat dafür sorgt, dass die Integration gelingt. Wenn man so damit umgeht, dann schürt man nicht den Rassismus, den man freilich schüren kann. Letzte Bemerkung noch dazu. Umfragen etwa des Politbarometers zeigen, dass ungefähr die Hälfte der Deutschen sich große Sorgen um Rassismus in Deutschland macht. Fast jeder Zweite, auch unter den jungen Leuten. Und das kontrastiert dann doch in einer eigentümlichen Weise damit, dass kein Land auf der Welt im letzten Jahr mehr Geflüchtete aufgenommen hat als Deutschland und eine vorbildliche Willkommenskultur praktiziert. Was ich sagen will ist, wir haben ja einige Dissonanzen in der Wahrnehmung und in der Erörterung des Phänomens Rassismus. Und wahrscheinlich sollten wir von unseren Landsleuten nicht unbesehen immer das denken, sondern einfach begreifen, es sind Menschen, die in ihren Wohngebieten gebeutelt sind vom Leben und die nicht erfreut darüber sind, wenn man sie mit einer völlig neuen politischen Lage konfrontiert, nach deren Herbeiführung man sie auch nicht gefragt hat. Das heißt, achten wir darauf, dass sich Rassismus nicht ausbreitet und festsetzt und schauen wir, dass wir mit gutem Willen den so wichtigen Wandel unserer Gesellschaft zu einer Einwanderungsgesellschaft gestalten. Werden denn die Überfremdungsängste ausreichend ernst genommen?
Die sind ja da, mindestens mal ausweislich dieser Zahlen, kann ich ja noch mal sagen. Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet, sagen 27,5%. Das ist nun weiß Gott nicht die Mehrheit. Ich glaube, inzwischen werden diese Sorgen hinlänglich ernst genommen. Die Zeit ist vorbei, wo man sagte, das sind alles eingebildete Sorgen, da gibt es kein Problem. Gäbe es ein Problem, würden wir es auch ganz leicht schaffen. Nein, inzwischen haben wir einen ziemlich ernsthaft gewordenen öffentlichen Diskurs über die mit der Zuwanderung verbundenen Probleme und sind besser denn je in der Lage, es auch wirklich zu schaffen. Haben Sie ein ähnlich positives Bild? Das würde ich absolut nicht teilen. Erstens ist das Problem der Einwanderung jetzt nicht erst ein neues Phänomen. Das ist seit 60 Jahren und auch Deutschland war noch nie homogen in dem Sinne. Es ist jetzt nicht, dass eben durch die kürzlichen Zuwanderungen jetzt ein neues, ganz brandneues Problem entsteht. Quantitativ schon. Die durch die Arbeiter Ihre Eltern arbeiten darf können. Man dabei sagen, sind ja auch ganz genau, 1960er haben wir richtig, genau, in den 70er, 80er. Eine auch aus der Tschechoslowakei. Das ist auch schön. Der Punkt ist natürlich, wenn man jetzt nur auf die individuellen Verhaltensweisen schaut und auf die Ängste, das Ganze reduziert auf Ängste, gibt man natürlich die Verantwortung der Politik einfach ab. Woher kommt denn diese Angst? Wer schürt diese Angst? Die AfD gibt es seit 2013, die SPD und die CDU haben sich schon davor maßgeblich auch daran beteiligt, diese Ängste und diese Bilder immer wieder zu schüren. Dass die Debatte der Leitkultur ist keine neue Debatte. Die gab es schon bereits, als diskutiert wurde mit der Staatsbürgerrechtsreform und der doppelten Staatsbürgerschaft. Also dieses Kurzzeitgedächtnis hilft uns hier nicht weiter. Rassismus ist ein zentrales Problem in Deutschland, das bisher umschrieben wurde mit Ausländerfeindlichkeit, jetzt mit Fremdenfeindlichkeit. Diese Begriffe haben genau das wieder reproduziert, was es bekämpfen wollte, weil in Fremdenfeindlichkeit steckt der Fremde wieder drin, in der Ausländerfeindlichkeit eben genauso. Der Begriff, den wir noch nie ernstzunehmend in Deutschland debattiert haben, ist der Begriff des Rassismus. Das müssen wir sehen. Herr Gauland, schüren Sie diese Ängste ganz bewusst? Schüren Sie die Ängste ganz bewusst? Nein, das tun wir natürlich gar nicht, sondern wir geben den Menschen, die Probleme und Ängste haben, gerade an der unteren Ende der Skala der sozialen, eine Stimme. Wir geben ihnen wieder einen Ausdruck. Es ist halt lange Zeit üblich gewesen, diese Dinge totzuschweigen. Und das ist das Schlimme in Deutschland gewesen. Wir wissen doch, brauchen nur Zeitungen zu lesen, da gibt es in Hamburg sehr vornehme Leute, die kein Flüchtlingsheim neben sich haben wollen. Da gibt es Menschen, die ausziehen, wenn in die Nachbarschaft Fremde ziehen oder ihr Haus verkaufen. Da gibt es Menschen, die sind wahrscheinlich sehr gegen Rassismus, die lange Schulwege in Kauf nehmen, damit ihre Kinder in eine Schule kommen, wo ganz klar Deutsch gesprochen wird und sozusagen die multikulturelle Sprachverwirrung nicht so stark ist. Das gibt es. Wir lesen es dauernd in der Zeitung. Und wenn man das ausspricht, da gibt es einen Riesengeschrei. Wir geben den Menschen die Stimme zurück, die sie bei den Parteien nicht mehr haben. Wir würden ja nicht gewählt, wenn Herr Maas oder Frau Merkel im Grunde genommen diesen Menschen eine Stimme gegeben hätten. Das haben sie nicht gemacht. Dadurch sind wir da. Ist das der Fehler? Es kommt ja darauf an, wem man eine Stimme gibt. Eine Partei muss sich entscheiden für das, was sie für grundlegend richtig hält, wie eine Gesellschaft, vor allen Dingen nach welchen Werten eine Gesellschaft organisiert ist, und das tun wir. Und wir sind, es ist ja auch nicht so, als dass wir uns diesen Diskussionen nicht stellen würden. Wir haben das Thema doppelte Staatsbürgerschaft zum ersten Mal 2000 diskutiert. Damals hat noch Roland Koch eine Unterschriftenaktion gemacht und das verhindert. Wir haben jetzt innerhalb der Bundesregierung die doppelte Staatsbürgerschaft eingeführt. Wir haben ein Integrationsgesetz gemacht. Wir wollen einfach nicht noch mal die Fehler machen, die wir gemacht haben bei den sogenannten Gastarbeitern, die aus Italien oder aus der Türkei zu uns gekommen sind vor einigen Jahrzehnten, deren Arbeitskraft man gerne genommen hat, aber ohne dass man irgendetwas für die Integration dieser Leute und ihrer Familien gemacht hat. Und deshalb glaube ich... Jetzt sagen Sie auch Leute. Ja, das sind die Leute, die zu uns gekommen sind. Und das sind Leute, die hier willkommen waren, die wir auch gebraucht haben. Und wir werden auch in Zukunft Menschen brauchen, die zu uns kommen, die in diesem Land eine neue Heimat finden wollen. Und es ist auch vollkommen richtig, diejenigen, die jetzt als Flüchtlinge zu uns kommen, zu integrieren, sie zu fordern, aber eben auch zu fördern mit Sprache, Schule, Ausbildung, Arbeitsplatz, damit man aus Flüchtlingen Bürger machen kann. Denn die demografische Entwicklung in diesem Land ist leider nicht so, dass wir ohne Zuwanderung auskommen könnten. Und deshalb ist Zuwanderung unter allen Gesichtspunkten ein Gewinn für dieses Land. Und dafür muss man werben. Und deshalb glaube ich auch, dass viele, die da
nachvollziehbare Ängste haben, weil es so eine Grundangst gibt vor dem Fremden, vor den Dingen, die man nicht kennt, dass man diese Menschen überzeugen muss. Und das muss man, je mehr wir Zuwanderungsland sind, auch umso intensiver tun. Und wir müssen auch ehrlich sein und uns ehrlich machen. Wenn wir ein Zuwanderungsland sind, dann brauchen wir auch ein Einwanderungsgesetz. Und nicht alle Menschen, die zu uns kommen, in die Asylverfahren zu drängen, sondern auch diejenigen, die hier arbeiten wollen, eine Möglichkeit haben, ganz legal hier einzureisen. Und dann können sie hier bleiben oder eben nicht. Und die Grundlagen für diese Entscheidung stehen in einem Einwanderungsgesetz. Auch das ist eine Lebenslüge in Deutschland, dass wir so tun, als seien wir kein Einwanderungsland und wir bräuchten kein Einwanderungsgesetz. Auch da müssten wir uns mal ehrlich machen. 36,6%, das hatten wir ja eben noch mal dargelegt, haben ja eine Lösung für ihre Ängste, die sie haben. Die sagen, man muss die Zuwanderung stoppen. Ist es eine Lösung? Nein, das ist kann ja keine Lösung sein, weil wir darauf angewiesen sein. Ja, deshalb ist ja nicht alles, was irgendjemand antwortet, muss ja richtig sein. Dann müssen wir darüber, über die Gründe diskutieren. Und wir wissen, dass die Zuwanderung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, was den Arbeitsmarkt angeht, dass wir sie brauchen, um Wohlstand zu erhalten. Im Übrigen auch den Wohlstand derer, die gesagt haben, wir müssen die Zuwanderung stoppen. Und im Übrigen, wir fingen an mit der Fußballnationalmannschaft. Ja. Die Fußballnationalmannschaft ist doch ein wirklich großartiges Beispiel, um zu sehen, dass Zuwanderung und Migration oder Leute mit Migrationshintergrund hier nicht nur vernünftig integriert werden können, sondern dass sie für uns alle ein Gewinn sind. Finden Sie das auch? Zur Nationalmannschaft will ich jetzt nichts sagen. Das ist auch nicht das Thema. Doch, das Thema ist, dass ja gerade aufgebracht worden ist. Das würde für Thema uns symbolisieren, ist, dass Herr Maas sagt, wir brauchen Menschen eine Zuwanderung. Da muss ich doch ehrlich die Frage stellen, welche Zuwanderung brauchen wir? Und die Zuwanderung, die wir zurzeit haben, brauchen wir nicht. Das sind nicht Arbeitskräfte, die in unserem Arbeitsmarkt integriert werden können. Das sind leider oft muslimische junge Männer. Ach, Herr Maas, wir brauchen doch nur in die Statistiken zu gucken, ja, wer kommt. Von diesen 1 Million. Was steht da in den Statistiken? Dass das weitgehend heute junge, ungebildete, nicht ausgebildete Männer sind. Ungebildete kann man bilden. Wir können sie in die Schulen geben, sie müssen nicht Deutsch lernen, wir sie müssen nicht in der Lage bekommen. Ich bin ja gern bereit, den berühmten Computerspezialisten aus dem Irak oder den syrischen Arzt herzlich willkommen zu heißen. Aber es kann doch nicht sein, dass wir jetzt behaupten oder dass Sie jetzt behaupten, diese Menschen, die zu uns kommen, helfen uns in unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Natürlich, wenn wir sie vernünftig integrieren, wenn wir ihnen eine Chance geben, wenn sie Deutsch lernen, wenn sie in die Schule gehen können, wenn sie einen Ausbildungsplatz bekommen. Haben wir nicht die ganzen Parallelgesellschaften schon gesehen? Nein, wir müssen diese Leute auf dem Arbeitsmarkt integrieren. Sie sollen ihr Leben selber finanzieren Entschuldigung, können. Und das brauchen wir einfach. Einwanderung, Herr Maas, ist das, was unserer Gesellschaft nützt. Das sind nicht Menschen, die unserer Gesellschaft nützen, sondern die aus Not und Elend, das will ich gern sagen, und politischer Verfolgung fliehen. Sie sind nicht Menschen, die wir hier wirklich gebrauchen können. Warum das ist doch denn eigentlich nicht? Falsch. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Was Sie nicht hindert denn die Menschen daran, für dieses Sie, Land ein Gewinn zu werden? Da sind Menschen dabei, die auf sagt sogar Frau Nahles, ihre Kollegin, die hier auf dem Arbeitsmarkt keine Chance haben. Und wollen wir wieder denselben Fehler machen, dass wir Parallelgesellschaften ausbilden? Nein, wenn man die Leute einfach die hier lässt, noch ohne sie aufgelöst. Auszubilden, ohne dass sie Deutsch lernen und all die Fehler aus der Vergangenheit noch mal macht, dann wird das schwierig werden. Aber wir haben Herr Maas, doch wirklich sie würden die doch Menschen, die hierher kommen. Sie würden doch dieselben jeder Fehler doch weitermachen, selbst diejenigen, uns die nicht gebildet gäbe. Oder ausgebildet sind. Nur weil die AfD da ist, sind Sie jetzt vorsichtig geworden. Diese Geschichte mit Fordern und Fördern, das war doch lange gar nicht Politik in Deutschland. Das war doch auch nicht Ihre Politik schon gar nicht und die von Frau Merkel auch nicht. Das heißt, wir haben jetzt, indem wir dieses Thema anspielen, ganz deutlich dafür gesorgt, dass Sie tatsächlich inzwischen mal ein Integrationsgesetz gemacht haben, wo man sagen kann, ja, da ist einiges Vernünftiges dabei. Sie brauchen die Leute ja gar nicht, man kann sie gar nicht integrieren. Wieso soll man dann ein Integrationsgesetz brauchen? Ich habe gesagt, Sie sind wirklich die Letzten, die AfD, die für sich in Anspruch nehmen können, dass sie ein Integrationsgesetz sozusagen mit in der politischen Debatte nach vorne gebracht haben. Sie sitzen doch hier und sagen, wir brauchen die nicht, wir wollen die nicht und sie sollen da bleiben, wo sie herkommen. Ja, wir wollen die sie, Menschen, die hierher kommen, integrieren. Ja, genau. Gut. Aber weil jeder, der auch ungebildet ist, kann ein gebildeter Mensch werden, wenn er in die Schule geht, Sprache lernt und eine Ausbildung macht. Jetzt, das heißt, die Kanzlerin versucht wenigstens jetzt, durch dieses Integrationsgesetz ein wenig von dem umzusetzen, was wir wollen. Sie wollen doch gar aber keine Integration. Ich will weitgehend
nicht die Integration von Menschen. Moment, langsam. Ich will nicht die Integration von Menschen, von denen ich aus den Erfahrungen der 70er Jahre nicht glaube, dass die Integration gelingt. Und Sie haben selber auf Norbert Blüm verwiesen. Wir wollten Arbeitskräfte, aber Menschen kamen. Und dieses Problem haben wir immer noch nicht gelöst. Was Herr Gauland will, können wir uns ja noch mal ein bisschen genauer anschauen. Aber ich staune zunächst mal, Herr Gauland, dass Sie von Frau Merkel als der Kanzlerin sprechen. Normalerweise machen Sie das ja nicht mehr. Und haben heute, sind heute damit zitiert worden, haben das am Donnerstag in der Rede gesagt, in Elsterwerda in Brandenburg sprechen Sie von der Kanzlerdiktatorin. Liebe Frau Will, es Hat tut mir leid. Nein. Nein, Herr Lohse. Aber Ihre Kollegin Haupt hat es völlig falsch aufgefasst, denn ich habe das nicht gesagt. Der gute Satz ist mir nicht eingefallen. Ich hätte es gern gesagt, aber es hat Björn Höcke gesagt. Jetzt ist es so, dass die Rede, die Sie da gehalten haben, dokumentiert ist, Herr Gauland. Und zwar glaube ich zu wissen von Kameraleuten der AfD, die das inzwischen aufzeichnen, damit wahrscheinlich nichts Falsches mehr passiert. Ich habe von der Kanzlerdiktatorin, ich finde den Satz gut von Höcke. Ich habe es aber nicht gebraucht. Es tut mir leid. Journalismus soll genau sein. Ja, sind wir auch. Ganz genau. Und Sie auch schon. Die Kollegin Haupt von der FAS hat das, glaube ich, auch gemacht. Also, schauen wir es uns an. Und sowieso, wenn Sie sich in Gänze anschauen wollen, die Rede, die er da gehalten hat, ist dokumentiert. Wir zeigen Ausschnitte, belegen aber auch mit älteren Ausschnitten von Herrn Gauland, dass er nicht erst am Donnerstag auf die Idee gekommen ist. Diesen Satz, Herr Gauland, bauen Sie gleich an zwei Stellen. Muss man doch mal jetzt mal Ich habe es angenommen von Björn Höcke. Jetzt sehen wir im Fernsehen, dass ich wie bei uns, wo Sie erst gesagt haben, Sie haben das Zitat nicht gesagt. Ich und im Laufe der Woche erfunden. Fiel das zusammen wie ein Soufflé. Sie haben das Zitat mein Freund doch gesagt. Björn Höcke hat es erfunden, das fand ich gut. Dann habe ich den Satz wiederholt. Sie haben es nicht gesagt. Ja, ich habe ihn leider nicht erfunden. Wer soll Ihnen denn ein Wort glauben? Dass Sie mir nicht glauben, das ist mir völlig klar. Um mich geht es aber nicht. Doch, es geht um Sie. Es geht um mich nicht. Ja, es geht um Sie, dass es um mich geht. Sie bauen, Herr Gauland, an zwei Stellen Ihrer Rede diesen letzten Satz ein, den wir da gehört haben. Heute sind wir tolerant, morgen fremd im eigenen Land. Und machen sich damit einen Satz zu eigen, den auch die NPD anwendet, Neonazis, rechtsextremistische Bands. Machen Sie das mit Vorsatz? Es gab ein Plakat, ich kannte den Satz nicht, fand ihn aber sehr einleuchtend und sehr klug und habe ihn deswegen gebraucht. Das Plakat wurde mir vor die Nase gehalten und ich las das und sagte mir, das ist ein guter und kluger Satz. Das habe ich aufgenommen, alles. Der Satz ist von einer Band auf einer CD mit dem Titel Hitler lebt. Ich kenne die Band nicht. Das steht ich stelle immer mehr fest, bei allem, was Herr Gauland tut, er weiß überhaupt nicht, was er tut. Und das ist, glaube ich, für einen Politiker ein bisschen problematisch. Was er denn macht, Herr Maas, Sie sind Justizminister. Ist das schon eine Überschreitung in Richtung rechtsextremes Gedankengut? Naja, wenn das der Liedtext einer rechtsextremen Band ist, unabhängig davon, ob man sowas kennt, aber Sie scheinen sich ja ohnehin nie zu informieren über das oder über wen Sie reden. Natürlich ist das rechtsextremes Gedankengut, das ist sozusagen publiziert in einer rechtsextremen Szene. Ob er das jetzt gewusst hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber faktisch ist das ein Satz, mit dem die NPD auch geworben hat. Das weiß natürlich alles Herr Gauland nicht. Das mag jetzt glauben, wer will. Aber das ist ein Hinweis darauf, wie man scheinheilig sagt, ja, hab ich nicht gewusst, hab mich nicht drum gekümmert. Das ist klassisch AfD, so wie Politik gemacht wird. Und es führt dazu, dass mit Ressentiments Politik gemacht werden und dass Leute aufgehetzt werden. Und das ist ein Klima in Deutschland, das wir auch in der politischen Diskussion haben. Das ist mittlerweile inakzeptabel geworden. Und deshalb finde ich es völlig inakzeptabel und verantwortungslos, solche Sätze zu nutzen und sich dann hier hinzusetzen und zu sagen, ich weiß aber nicht, was damit irgendwie zusammenhängt. Um es zu verstehen, Herr Gauland, dieser Satz von Ihnen, den Sie da von dem Schild abgelesen haben, den Sie aber dann noch mal in der Rede wiederholen und an dritter Stelle auch mal in Abwandlung verwenden und gerade gesagt haben, der sei klug. Der fügt sich mit einem Satz, den Sie in Varianten schon wiederholt haben. Wie nicht? Den Sie in Varianten schon immer mal wieder wiederholt haben. Wir haben Ihnen das ja auch da in Ausschnitten aus unterschiedlichsten Gelegenheiten gezeigt. Und der geht so, Merkel,
da sprechen Sie nicht von der Kanzlerin, Merkel wolle das deutsche Volk ergänzen und ersetzen. Meinen Sie das ernst? Frau Will, wenn man 1 Million Flüchtlinge unter Umgehung des Rechtsstaates ins Land holt, dann ergänzt die Kanzlerin das deutsche Volk um 1 Million. Und wir sind alle nicht gefragt worden. Ja, das meine ich ernst. Wer wird ersetzt? Wer wird ersetzt durch wen? Indem diese Menschen Teil des deutschen Volkes werden, entsteht natürlich eine ganz andere Gemengelage. Das ist völlig klar. Und Entschuldigung nochmal, ich möchte dieses Land behalten, wie wir es ererbt von unseren Vätern haben. Und so soll es bleiben. Wer wird ersetzt, ich bin nicht bereit, diesen Unsinn mit der Globalisierung mitzumachen. Wir haben auch früher exportiert und es sind nicht Millionen ins Land gekommen. Dann, wenn Sie das für richtig halten, Herr Maas, dass sich die deutsche Bevölkerung in der Weise verändert, dann lassen Sie das Volk darüber abstimmen, ob es diese Zuwanderung will. Also wird das deutsche Volk ersetzt? Höre ich das daraus? Weil ansonsten haben Sie nicht geantwortet auf die Frage. Ja, es verändert sich, sagen wir es so. So sagen Sie es aber nicht. Sie sagen, es würde ersetzt, als gäbe es eine fremde Macht oder es sei Frau Merkels Absicht. Und Frau Merkel ist leider für viele Deutsche inzwischen eine fremde Macht geworden. Ja, das ist richtig. Ist das gefährlich, Herr Patzelt? Ach, schauen Sie. Ein Staat hat Staatsgewalt, Staatsgebiet und Staatsvolk. Und wenn das Staatsvolk sich grundlegend verändert, dann ist das nun mal ein tiefer Eingriff in ein Volk, in seine kulturellen Muster und in seine Eigentümlichkeiten. Nun gibt es gute Gründe, zu einer Einwanderungsgesellschaft zu werden, und sie müssen besser erklärt werden. Aber wenn man eine Politik der großen Offenheit macht und sie nicht nur als eine Ausnahme machen will, sondern auf Dauer, dann wäre es keine schlechte Idee, gerade in einer Demokratie auch darüber, was für eine Einwanderung, in welchem Umfang, in welcher Zeit man haben will, darüber mit den Leuten einen Dialog, einen öffentlichen Diskurs zu führen. Sie haben also Verständnis für Herrn Gauland. Ich habe ein Verständnis für die Aussage, dass in Deutschland durch Einwanderung Leute ersetzt werden, nämlich jene, die die Deutschen zu zeugen und zu gebären, nicht mehr willens sind. Denn aufgrund unserer demografischen Entwicklung, wie es Herr Maas völlig zutreffend sagt, brauchen wir Einwanderung. Wir kriegen es nicht mehr hin, den Nachwuchs an Ingenieuren, an Architekten, an Altenpflegern, an Polizisten und so weiter aus der deutschen Bevölkerung heraus zu generieren. Deswegen brauchen wir Einwanderung. Und deswegen müssen wir jetzt die vielen jungen Leute, die zu uns kommen, mit der deutschen Sprache, mit einer deutschen Berufsausbildung versehen, damit wir weiterleben können. Es werden die ausbleibenden deutschen Geburten ersetzt. Wenn Sie auch die Begrifflichkeit aufnehmen, das Volk würde ersetzt, dann rufen Sie doch so eine Form von existenzieller Bedrohung auf, indem Sie uns sagen, warte mal, die wir jetzt hier sind, dürfen wir wahrscheinlich gar nicht bleiben. Es wird doch nicht das Volk ersetzt, das Volk verändert sich. Das ist doch der Zweck, eine Einwanderungsgesellschaft multiethnischer und multikultureller Art zu werden. Es soll ja nicht mehr so bleiben, wie es ist, und an den Aufstellungen der deutschen Fußballnationalmannschaft kann das ja wunderbar ablesen. Es verändert sich das deutsche Volk. Das Problem ist nur, dass viele in Deutschland das wie etwas empfinden, das über sie einfach verhängt worden ist, ohne dass man darüber geredet hat. Es kann ja sein, dass manche seit 60 Jahren die Debatten verschlafen haben, aber es ist auch nicht jeder schon 60 oder 80 Jahre alt. Es gibt auch 25-Jährige, denen es nichts nutzt zu sagen, vor 40 Jahren ist da schon debattiert worden. Hier in der Gegenwart vollzieht sich der wichtige Wandel unseres Landes zur Einwanderungsgesellschaft. Und darüber eine breite Debatte herbeizuführen, ist eine ganz, ganz wichtige politische Aufgabe. Ist es nicht ausreichend beschrieben, ausreichend debattiert worden? Ich glaube, dass es gerade das letzte, wenn wir das letzte halbe, dreiviertel Jahr nehmen, ist das ja nun so intensiv debattiert worden. Endlich. Wie in Deutschland lange nicht mehr. Und wenn man sieht, was an Verschärfung des Asylrechts unter Mitwirkung eines sozialdemokratischen Teils in der Regierung zwischen dem 19. August vorigen Jahres, das war die Zahl 800.000, die Herr de Maizière da an dem Nachmittag in die Welt gesetzt hat. Da begann im Grunde genommen weite Teile der Gesellschaft. Da wurde in einem rasenden Tempo, wie wir das noch nicht erlebt haben in der Zeit der Bundesrepublik, wurden Asylgesetze verschärft. Es wurden dann
gegen den Willen der Bundeskanzlerin auf der Balkanroute die Grenzen zugemacht. Aber inzwischen fährt die NATO vor der europäischen Außengrenze. Und sie stehen immer noch im Juni 2016 auf den Marktplätzen und gehen mit keinem Wort darauf ein, dass es eine enorme Reaktion gegeben hat, sondern peitschen die Leute an und sagen ihnen, es ist immer noch schlimm, es wird überflutet, da kommen Menschen, wie war Ihre Formulierung, aus Raum und kulturfremde Menschen, ja. Schriftlich, mündlich, alles. Warum können Sie denn in so einer Rede nicht ein einziges Mal sagen, es ist aber eine Menge passiert, es ist eine Menge an Gesetzen in kürzester Zeit beschlossen worden. Also, liebe Bevölkerung, seht, da ändert sich auch was. Die Zahlen, die Bundespolizei baut ihr Personal ab mittlerweile an der bayerischen Grenze. Da stehen Unmengen von Turnhallen leer, die schon alle vorbereitet waren. Also Sie erkennen ja nicht ein einziges Mal an, dass sich etwas getan hat. Das stimmt nicht, Herr Lohse, das ist völlig falsch. Ich habe mehrmals gesagt bei Veranstaltungen, ja, die AfD wirkt, endlich wird was getan. Ich war in einer Podiumsdiskussion hier mit Herrn Spahn. Da sagte Herr Spahn, habe ich jetzt zu Herrn Spahn am Ende gesagt, naja, wenn es uns nicht gäbe, würdet ihr doch heute noch nicht so ein Gesetz machen. Worauf er sagte, naja, wir haben halt viele Fehler gemacht. Natürlich erkenne ich an, dass wir mit unserem Beharren darauf, dass das alles falsch ist, wenigstens Kleinigkeiten verändert haben. Dass das Asylrecht geändert worden ist, dass die sicheren Herkunftsstaaten endlich größer ausgelegt worden sind, also mehr ausgelegt worden sind. Ja, das ist Gott sei Dank der AfD zu verdanken, dass sie die Bevölkerung versucht mitzunehmen in einer Opposition und das zwingt die Regierung, beide Parteien und die Kanzlerin natürlich auch allmählich zur Änderung. Bestreite ich gar nicht, habe ich überall gesagt. Frau Ayata, in einer derart aufgeladenen Stimmung, in der wir im Moment sind, in der es eine Menge rechtsmotivierter, auch linksmotivierter Übergriffe gibt, in der sich die Stimmung radikalisiert hat, wie gefährlich ist die Rhetorik von Herrn Gauland, Ihrer Analyse nach? Die ist sehr gefährlich und zu einem gewissen Grad stimmt das ja auch gerade, was gesagt wurde, dass tatsächlich die AfD oder diese Rhetorik dazu beiträgt, dass Gesetze noch weiter verschärft werden. Denn der Clou in dem Ganzen ist ja, die Stimmung so weit aufzuheizen und eigentlich das unsagbar wieder zu sagen, so dass sich dann alle sich hinterher ein bisschen bewegen und immer weiter nach rechts driften. Das sieht man ja auch an den Aussagen des Parteivorsitzenden der SPD. Das ist ja nicht nur ein Problem der AfD. Das Problem ist diese rechtspopulistische Hetze, die wir jetzt gerade gesehen haben. Ich meinte die Aussage von Herrn Gabriel. Was meinst du? Also zur Flüchtlingspolitik und zu der Aufgreifung von den Ängsten. Der Punkt ist, dass mit Ängsten Politik gemacht wird. Sie werden ja nicht einfach nur wieder gespiegelt, sondern es werden Ängste geschürt, über die dann Politiken umgesetzt werden. Diese Vorstellung, dass jetzt die neue Zuwanderung ein Problem ist, als seien alle anderen vorher schon längst akzeptiert, ignoriert hier vollkommen, dass wir erst seit 2011 eine gesellschaftliche Debatte Anzeichen wenigstens hatten, als die NSU-Mordserie aufkam, wo wir gesehen haben, es gibt hier ein sehr tiefes rassistisches Problem, von nicht nur von Gewalttätern, sondern auch von Polizei und Institutionen, die diese Übergriffe nicht erfassen, nicht ausreichend ermitteln, nicht erkennen. Das heißt also, dass Ganze jetzt nur den Fokus auf die Ängste einer Gruppe, nur derjenigen zu werden, die gegen Einwanderung sind und komplett die Realitäten der Einwanderer selbst einfach übersehen, helfen wir genau diesem Diskurs. Und das ist ein ganz großes Problem. Die Frage, die wir uns stellen müssen als Gesellschaft, wie viel Menschenfeindlichkeit vertragen wir eigentlich? Wir sehen das an manchen Straftaten, wie viel Fremdenfeindlichkeit es gibt. Sie sind davon auch durchaus betroffen. Sie bekommen Morddrohungen. Sie haben heute erzählt, dass Sie eine Patrone gefunden haben in Ihrem privaten Briefkasten. Was setzen Sie der zunehmenden Radikalität und Gewalt denn Sinnvolles entgegen, damit sich das nicht wiederholt und nicht noch weiter steigert? Ein Teil von dem, was da geschieht, dem kann man nur den Rechtsstaat entgegensetzen. Und, geschieht das ausreichend? Ja, da geschieht mittlerweile einiges. Übrigens geht es da auch gar nicht in erster Linie um mich. Das ist für die Leute, die sich politisch engagieren, bedauerlicherweise Alltag. Haben Sie recht. Ja, für das mich ist auch. So. Das gilt auch für Bürgermeister, Landräte, die bei weitem nicht über die Möglichkeiten verfügen, die die Bundespolitiker haben.
Und da ist ein gesellschaftliches Klima entstanden, in dem will doch kein normaler Mensch leben. Es gibt keinen Grund, also bei aller politischen Diskussion, und die Meinungsfreiheit setzt nun einmal voraus, dass wir viel aushalten müssen. Auch Dinge, die wir nicht für richtig halten, auch Dinge, die wir auch eigentlich gar nicht für erträglich halten. Es gibt aber keinen Grund, keine Rechtfertigung und keine Entschuldigung, jemanden mit dem Tode zu bedrohen oder öffentlich dafür aufzufordern, dass man jemanden umbringt. Und solche Leute, die das tun, gehören nicht auf die Straße, sondern vor den Staatsanwalt. Und deshalb ist das erstmal eine Aufgabe des Rechtsstaates. Und viel von dem findet tatsächlich im Netz statt, auf den sozialen Plattformen. Aber deshalb sind nicht die sozialen Plattformen böse, sondern die Menschen, die das dort hineinschreiben. Und das ist ein Phänomen, das gibt's noch nicht so lange, auch noch nicht in der Form. Das hat extrem zugenommen. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass das neu ist oder während der Flüchtlingskrise entstanden ist, sondern über diese Form der Kommunikation, wir sehen einfach mehr, was es auch an Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft gibt. Plötzlich sehen Leute im Netz, dass andere auch so denken wie man selbst. Man hat sich nur nie getraut zu sagen, man fühlt sich bestätigt und man sagt auch was. Das vervielfältigt sich und deshalb wird es eine große Masse von Leuten, die da mittlerweile unterwegs ist. Und dem kann man nicht einfach tatenlos zuschauen. Könnten Sie da nicht mehr machen, als Sie gemacht haben, als Sie sich mal hingestellt haben und haben sich gekümmert ein bisschen darum, dass solche Posts auf Facebook nicht erscheinen und so weiter? Hätten Sie da nicht mehr tun können? Ich könnte irgendwie dafür sorgen, dass sie da gar nicht erscheinen, weil man die Leute davor abhält, sowas zu posten, würde ich gerne tun. Es ist erstmal eine Aufgabe des Rechtsstaates, dafür zu sorgen, dass sowas bestraft wird. Mittlerweile werden Leute wegen fortgesetzter Volksverhetzung auf Facebook zu 2 Jahren und 3 Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Also jeder, der sich an die Tastatur setzt, sollte sich das vielleicht mal noch mal durch den Kopf gehen lassen. Es hat sich doch bisher überhaupt keiner um Facebook und die Plattformbetreiber gekümmert. Wir fangen jetzt mal da bei denen an, auch ihre Verantwortung einzufordern. Und wenn sie erklären, dass innerhalb von 24 Stunden die Dinge vom Netz genommen werden, das geht sehr schleppend voran, aber es ist ein Anfang gemacht worden. Aber das ist auch eine Aufgabe für uns alle in der gesamten Zivilgesellschaft. Man hat ja im Netz den Eindruck, dass das die Mehrheit ist. Und die laufen ja auch da rum und schreien, wir sind das Volk. Sind sie aber nicht. Sie sind ein Teil des Volkes, das wir durchaus ernst nehmen müssen. Und wir reden immer von der schweigenden Mehrheit, die für ein weltoffenes und tolerantes Land ist. Und auch bei diesen Umfragen sind ja 3/4 der Leute anscheinend anderer Auffassung gewesen, dass man durchaus über Zuwanderung reden kann. Und deshalb, glaube ich, muss jeder irgendwie zu Hause, auf der Arbeit, in der Schule, in der U-Bahn, wo auch immer, dort, wo Diskriminierung stattfindet, mal den Mund aufmachen. Die schweigende Mehrheit müsste mal die Gardine zurückziehen, hinter der sie steht, das Fenster aufmachen und schauen, was auf der Straße geschieht und sich einmischen und nicht länger schweigend bleiben. Weil wir mittlerweile in Deutschland ein gesellschaftliches Klima haben, bei dem es mal angezeigt wäre, Haltung zu zeigen, auch von denen, die bisher geschwiegen haben. Herr Lohse, Sie haben gestern ein Interview veröffentlicht, das Sie geführt haben mit dem BKA-Präsidenten, mit Herrn Münch. Und der hat gesagt, Sprache kommt vor der Tat. Führt die verbale Gewalt dann tatsächlich zu einer erhöhten Gewaltbereitschaft, Ihrem Eindruck nach und nach dem, was er Ihnen geschildert hat? Ja, natürlich. Das hat er genau so gesagt. Das Wort kommt vor der Tat. Also wenn Menschen hinlänglich oft aufgeheizt werden, wenn es heißt, wir müssen uns mit allen Kräften dagegen mobilisieren, wie Sie es ja auch in Elsterwerda auf dem Marktplatz gesagt haben, dann wird das für die manchen bedeutenden politischen Kräften Argumenten, aber da werden auch genügend dabei sein, die sagen, alle Kräfte sind alle Kräfte. Und das kann natürlich auch Gewalt sein. Also man kann so eine Stimmung entweder versuchen einzufangen, dass sie da ist, streitet hier niemand, oder man kann sagen, wir geben dem Affen noch mal richtig Zucker. Lasten Sie sich das an, Herr Gauland? Im Gegenteil. Ich finde es, Entschuldigung, Herr Lohse, was ich in den letzten Tagen für Todesdrohungen bekommen habe, möchte ich Ihnen nicht zumuten. Nehmen Sie umgekehrt für sich in Anspruch, dass Sie die Situation beruhigen? Aber überhaupt nicht. Wir auch haben nicht. Damit überhaupt nichts zu tun und wir fordern zu keinen Gewalttaten auf. Ich hatte Sie gefragt, Herr Gauland, nehmen Sie für sich in Anspruch, dass Sie die Situation beruhigen? Ich kann die Situation weder beruhigen noch verstärken. Was können Sie denn überhaupt? Sie machen noch Politik. Entschuldigung. Sie könnten beruhigen, wenn Sie das wollten. Ich sehe überhaupt keinen Zusammenhang da. Ich habe das Interview von dem BKA-Präsidenten gelesen. Ich sage in dem Zusammenhang mal etwas, was schon einige Zeit zurückliegt. In den 70er Jahren hatten wir in der CDU eine Diskussion darüber,
ob die Frankfurter Schule mit ihren gesellschaftskritischen Auslassungen den RAF-Terrorismus hervorgebracht haben. Und da habe ich mich immer dagegen gewehrt und gesagt, das kann nicht sein, dass eine politische Diskussion etwas ist, was Gewalt auslöst. Karl Marx ist nicht für Stalins Verbrechen verantwortlich. Und da beharre ich auch heute drauf, wenn wir diese Flüchtlingspolitik zutiefst ablehnen. Keiner von uns sagt, zündet Asylbewerberheim an. Und da zwischen Tat und einer kritischen Beurteilung dieser ganzen Politik ist eine Scheidewand. Haben Sie denn schon mal gesagt, leid, auch der BKA-Präsident irrt da. Das haben Sie ja schon mal gesagt, macht das nicht. Denn die wichtige Komponente bei einer Zustandsbeschreibung ist ja auch eine Distanzierung oder eine Befürwortung. Also diese sehr sichere Lage, also sich zurückzuziehen. Also befürworte ich Gewalt. Sind Sie dagegen? Natürlich sagen bin ich dagegen. Haben Sie schon mal dazu gesagt, dass es eine... Ne, das, aber natürlich bin ich dagegen. Schlagen Sie da auch auf Ihren... Frau Ayata, zum Schluss, ist das noch Ihr Deutschland? So wie es sich im Moment darstellt. Ach, also viele dieser Diskussionen sind leider nicht neu. Ja, also insofern, ich fand die Diskussion heute sehr erinnert mich sehr stark an die 90er, ja, wo ähnliche menschenfeindliche Denkmuster und Verhaltensweisen immer stärker Raum bekommen haben. Aber auch die Sarrazin-Debatte, Deutschland schafft sich ab, war keine angenehme Diskussion und eine nicht weniger gefährliche Diskussion. Sie hat genau den Weg geebnet für die Argumente, die heute viel salopper und enthemmter entgegenkommen, dass wir müssen Rassismus als ein Phänomen innerhalb der deutschen Gesellschaft als ein Problem erkennen, das sich nicht nur an extremen Positionen macht. Es hilft uns nicht, immer dann nur zu reagieren oder zu thematisieren, wenn es sehr offensichtlich ist, sondern der Alltagsrassismus und der institutionelle Rassismus, der eine Realität für mehrere Millionen Menschen in Deutschland sind, die einer visiblen Minorität angehören, muss auch in den Mittelpunkt rücken und nicht nur eben, wie gesagt, die Hofierung von Populisten, die ja sehr viel Raum finden in der deutschen Medienlandschaft. Danke. Danke für die Diskussion. Die Kollegen der Tagesthemen machen weiter. Karin Miosta, was habt ihr vor? Anne, gerade wurde bei euch in der Sendung ja auch über Morddrohungen gegen Politiker gesprochen. Bei uns kommen heute auch Bundestagsabgeordnete zu Wort, die von eben solchen Drohungen berichten. Es sind vor allem türkischstämmige Politiker, die nach der Resolution zum Völkermord an den Armeniern diese Woche im Bundestag nun an Leib und Leben bedroht werden. Jetzt ein Tagesthema bei uns. Das also jetzt in den Tagesthemen. Wir hören damit auf. Wir sind jetzt voraussichtlich auch eine Weile nicht im Programm, weil zunächst die Fußball-Europameisterschaft ist und danach noch die Olympischen Spiele kommen. Aber sollte etwas passieren, was möglicherweise noch wichtiger ist als der Sport, dann wären wir für Sie da. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Danke.